Ich bin gespannt, was passiert ist. Es gab Verzögerungen. Giacomo! Giacomo! Wo ist die Küche? Wir müssen vorankommen. Diese Woche sollten eigentlich die Schränke eingebaut werden. Aber wir sind noch nicht mal ansatzweise so weit. Die Handwerker haben die ganzen Leitungen verlegt und die Wände neu verputzt. Aber der Fußboden gleicht einer Baustelle. In diesem Raum befand sich der alte Stall und es gab weder Strom noch Wasseranschlüsse. Auch wenn es nicht so aussieht, mit den Leitungen haben wir schon viel geschafft. Der Rest sind kosmetische Arbeiten. Wir sehen also Licht am Ende des Tunnels. 4 Monate sind um und es ist eigentlich nur der Käsekeller fertig. Der Rest gleicht einer Bruchbude. Rebecca und Pierre wollten schon im Herbst vermieten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sehen uns heute einen Weinkeller aus dem 13. Jahrhundert an, in dem wir schon mal waren. Klopft mal. Dort gibt es etwas, das auch für Campo Sasso cool wäre. Die wollte ich dir zeigen. Damals hatte man nicht die Technologien und Werkzeuge von heute. Sie haben Baumstämme von einem Loch zum anderen gelegt, um raufzusteigen und um in die Höhe zu bauen. Siehst du das? What's up there, Char? Wein. Wine. Do you see them, für besondere Anlässe? Special occasion like genau, für Hochzeiten oder Geburten. Ich dachte, wir könnten das auch in Campo Sasso machen. In den Staaten würde ich einen Pharmischer bestellen, der den fertig angemischten Beton liefert. Und den würden wir dann innerhalb von 1-2 Stunden in die Küche pumpen. In an hour, maybe 2 hours. Hier in Italien, mitten auf dem Land, haben wir statt des Fahrmischers mit Pumpe nur einen kleinen Betonmischer und eine Schubkarre. Das ist Franco. Handgemachte Fliesen. Er taucht sie in eine weiße Glasur. Jeder einzeln. Die Schablone hat er nach deiner Skizze angefertigt. Da sind winzige Löcher drin. Dieselbe Technik wie vor 200 Jahren. Mir gefallen die Abweichungen. Daran sieht man, dass sie handgemacht sind. Wird der dort oben abgebaut? Ja, wir haben unseren eigenen Steinbruch und Marmor mit unterschiedlicher Maserung. Ihr holt ihn so aus dem Berg und schneidet ihn dann zu? Genau. Hier lagern wir den Marmor. Aus den Blöcken werden Platten geschnitten. Das geht exakt nach Maß. Sehen wir uns doch den Steinbruch an. Sollen wir dir folgen? Auf zum Berg. Und der Anblick war majestätisch. Holy cow! Oh my goodness, look at the view! Was für eine Fahrt! Nimm meine Hand. Gehen wir zum Berg? Let's go look at it. We're here. Klar, deshalb sind wir hier. Whoa, look. Wow. Oh, I'm so excited. Ich bin gespannt. Die Deckenbalken sehen echt gut aus. Unglaublich. Das Sandstrahlen hat sich gelohnt. Der Boden ist toll. It's beautiful. Oh, the kitchen. Wow. Look at the windows. Die Fenster sind auch wunderschön. Wow. Babe, I just kaum zu glauben, wie viel sie geschafft haben. Der Beton, die Fliesen, die Fenster, die Türen. Sieh dir das an. Oh, they're beautiful. Wow. All that light. Sieht gut aus. Jetzt habe ich wieder Hoffnung. Absolut. Das Haus ist endlich als solches zu erkennen. Das ist gut, denn Rebecca und Pierre wollen Geld damit verdienen. In Campo Sasso werden die handbemalten Fliesen hinter der alten Spüle angebracht. Das Olivenzweigdesign ist wunderschön. In der Küche werden endlich Silvios Schränke eingebaut. Der Marmor aus dem Steinbruch. Oh, wow.
Wie schön. Brauchst du Hilfe? Ja. Wenn es so weitergeht, sind wir im September fertig. Jetzt bin ich echt neidisch auf Pierre und Rebecca. Oh my word, it's beautiful. Hi. Oh my God. So how are you? Good. So we have a kitchen. Ihr habt eine Küche. Ich freue mich riesig. Ich mich auch. Wir machen Fortschritte. Yeah, progress. Finally. Confess. Okay. Ta-da! Wow. Oh my God. Wow. Gorgeous. Umwerfend. Marble. Carrara Marmor. I love the marble also. It's thick like this. Der ist schön dick. Gorgeous. Sieh dir den Terrakotta-Boden an und das neue Fenster. Davon hast du geträumt? Ja, absolut. Bleib du in deinem Käsekeller. Amazing. Gefällt dir das Grün? Ja, es erinnert mich an das Grün draußen. Fantastisch. Amazing. So far, mir fehlen die Worte. Und das war mal ein Stall. Irre. Die ist wunderschön. Alles passt perfekt zusammen. Ich liebe sie. Sieht echt gut aus. Oben ist das anders. Gehen wir ins Bad. Das bereitet uns die größten Sorgen. Oh, wow. Verstehe. Kein Fortschritt in keinem der Bäder. Die Schlafzimmer machen mir keine Angst, das sind nur Schlafzimmer. Aber die Bäder werden dauern. Beton gießen, Fliesen, Waschtische bauen, Armaturen anschließen. Hier muss noch sehr viel gemacht werden. Das ist fast genauso viel Arbeit wie in der Küche. Es sind drei Bäder und wir haben noch nicht mal angefangen. Der Hoffnungsschimmer ist die Küche. Wir sind jetzt optimistisch, dass wir im September fertig werden, aber es gibt noch sehr viel zu tun. Das ist der Stand der Dinge. Wir machen weiter. Wir geben alles. Keep pushing.